Der Himmel ist ein Fernseher. Der Himmel ist ein Fernseher. Bulizuli, Bulizula, Bulizuli, Bulizula. Jappa, 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 mein Himmel ist ein Fernseher. Hi. Ja, heute am schönen Sonntag. Wenig Chemtrail-Flieger unterwegs, wie immer sonntags. Weil wir spazieren gehen halt. Dann kommt man mit anderen Scheiße hier rüber. Hier, Fuchs. Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Gib sie wieder her. Ja, dann kommen sie halt mit Helis und Cessnas und Luftballons oder Heißluftballons und Paragleiter. Wahrheitssuchende werden hier ständig getrackt. Also aufgelesen, gestalkt. Hauptsache Krach machen, Psychoterror machen. Man hat ja nichts Besseres zu tun. Gibt ja sonst keine anderen Baustellen in diesem Land. Überhaupt gar nicht. Ja, findet den Fehler. Einmal hier ganz normale Spur. Ganz normal, wie Fuchs das hier aufgenommen hatte. Dann etwas verlangsamt auf die Hälfte. Dann auf 10%. Also 10-mal langsamer, ein bisschen vergrößert. In der Röhre schmort der Braten. Wer es nicht sieht, der muss es raten. Einfach mal auf den Rechner ziehen. Verlangsamen, ein bisschen vergrößern. Geht mit VLC Media Player ganz leicht. Oder auch mit jeder anderen Software fast. Denn das Auge nimmt ja nur 30 Bilder pro Sekunde wahr. Hat man einen HD-Film mit 100 Bildern pro Sekunde, kann man auch 100 Bilder pro Sekunde wahrnehmen, wenn man die einzelnen durchseppt, klickt. Und dann sieht man doch schon, dass es total die billige C64-Grafik ist. Ja, und vor allem kommen sie hier gerne immer in schwarz. Sieht immer böse aus, natürlich, sieht böse aus. Ja, warum denn nicht in weiß? Nee, schwarz. Die schwarzen Helis. Ja, ist das schon eine psychologische Waffe. Ne, schwarz gleich Angst, schwarz gleich Tod. Junge, geh bloß nicht weiter. Blick bloß nicht hinter den Vorhang. Wir beobachten dich Tag und Nacht, 7/24. Ja, und hier mal ein paar Kindheitserinnerungen. Erinnert mich doch hier gerade noch an dieses Spiel hier. Airwolf hatte ich als Koten gespielt mit 6 oder 7 bei meinem Onkel auf PC. Ach ja, war das doch schön. Ja, und der Himmel, der ist doch... das sieht doch nicht viel besser aus als hier im Computerspiel, oder? Nun ja. Ich habe mal 30, 35 Bilder gemacht, habe die ein bisschen vergrößert, da ist das noch ein bisschen deutlicher zu erkennen. Die zeige ich jetzt hier gleich mal. Hier sieht man es ganz gut an diesen Landekufen, die überhaupt gar nicht detailliert dargestellt sind. Manchmal fehlt auch ein Stück vom Flügel oder so. Also für einen Meister der Täuschung ist es hier eine sehr schwache Täuschung. Also scheint wohl noch ein Anfänger zu sein hier. Aber das läuft wahrscheinlich alles über KI. Läuft das hier am Himmel ab. Ich glaube nicht, dass es hier irgendwelche Dämonen sind. Nun wären es echte schlechte Dämonen und eine sehr schlechte Täuschung, wie schon gesagt. Wenn man weiß, worauf man achten muss und das Auge ein bisschen trainiert hat, dann sieht man die direkt auf Anhieb. Nächste Kategorie wäre dann Fake Birds. Ne, auch die kann man erkennen, wenn man es ein bisschen geübt hat. Wollte ich mal ein bisschen darauf hinweisen, ne, worauf man hier achten soll. Weil viele lassen sich auch durch solche Sachen auch einschüchtern. Ne? Ja, und viele, die mit Orgon arbeiten, behaupten ja, dass es an dem Orgon liegt. Ich bin der Meinung, dass es nicht am Orgon liegt. Das liegt einfach nur an den Leuten, welchen Bewusstseinsgrad die haben und wie weit die sind. Also ich habe auch kein Orgon. Ich wurde auch früher gestalkt, viel von so Sachen. Aber mittlerweile haben sie es auch sein gelassen. Das war jetzt nur immer die ersten 6 Monate oder ein paar Monate war immer sehr intensiv. Hab mich auch einschüchtern lassen. Filmen wir jetzt noch weiter oder nicht? Und als ich letzte Mal ein Flugzeug filmen wollte, ist der sogar am Bogen geflogen. Der wollte nicht mehr über mich fliegen. Da ist er einfach in 30, 40 Sekunden ist er so 90 Grad Bogen geflogen. Also so macht ein Flugzeug normalerweise nicht, wenn der auf Kurs ist. Lasst euch nicht einschüchtern von Sportflugmaschinen, Geräten, Heißluftballons, Holohelis. Die Geräusche wirken echt. Die Vibrationen können auch echt sein. Man kann sogar den Boden vibrieren spüren. Habe ich auch schon erlebt. Anfangs, als so ein Kampfhubschrauber in Mazedonien am Strand über mich geflogen ist, 50 Meter. Ich hätte erstmal ganz viel Schiss, was der auch immer da sucht. Und es gibt nur 4 Kampfhubschrauber in Mazedonien. Das waren auch noch russische, das waren amerikanischer. Als er über mich wegflog, der ganze Boden war am Vibrieren. Und dann, als er über mich wegflog, dann konnte ich auf der linken Seite sehen, hat er so ganz kurz aufgeleuchtet. Die Sonne kam aber von der rechten Seite. Und daran sah ich dann direkt, oh, das war ein Holohili. Aber der wirkte so echt... Also sowas Krasses habe ich bis jetzt noch nicht erlebt.
Außer dass mal eine Bordmaschine, eine Cessna war, glaube ich, 500 Meter von mir entfernt, zu so einer riesigen Leuchtkugel wurde. Wie gestern in dem Video gesehen. Und das habe ich mit dem bloßen Auge schon bestimmt 30, 40, 50 Mal gesehen. Von der Leuchtkugel zum Flugzeug und umgekehrt. Aber leider dann nie eine Kamera dabei gehabt. Aber so ein paar Leute haben es ja auch schon gefilmt. Und das sind keine Landelichter oder irgendwelche Autofokussierungsfehler. Ne, sonst wird man es mit dem Auge ja nicht sehen. Ja, dann haben wir hier noch einen schwarzen Heißluftballon von Onkel Harald, den er fotografiert hatte. Da sieht man ja auch wunderbar, wie er seine Form verändert von Bild zu Bild. Erst noch ganz rund, dann mal eckig. Ja, total unauffällig, natürlich, total unauffällig. Aber da sieht man mal, wie schlecht das menschliche Auge ist. Farben können wir gut erkennen, da haben es andere Lebewesen, glaube ich, ein bisschen besser. Ja, da war ich ja fast fertig mit dem Video, da musste ich doch noch was hier zwischenschieben. Da hatte doch tatsächlich noch ein Fake-Insekt oder ein Fake-Bird auf dem Film. Also so schnell ist kein Lebewesen, wie schnell der durchs Bild huscht. Der ist ja locker mal 20, 30 Meter weit weg. Also soll eigentlich ein Vogel, glaube ich, darstellen. Gibt natürlich bessere Beispiele. Den habe ich aber zum Beispiel jetzt auch sehr spät erst gesehen, weil es sind ja nur ein paar Hundertstel, die der sichtbar ist. Sollte man auch mal ein Auge drauf haben. Das sind meistens auch diese schwarzen Punkte, die so im Seitenblickfeld durchs Bild huschen, wo man meint, das ist nur eine Einbildung gewesen oder so. Mm-mm. Leider nein. Hier kann man ja ganz gut sehen, wie die ganze Kontur verschwimmt. Also ist ja noch billiger als C64, muss man hier sagen. Ich hoffe, das ist groß genug. Man sieht ja auch manchmal hier so Verschwimmung in der Luft, als wenn das hier so eine Blase wäre, in dem das Hologramm projiziert werden soll. Hier der Flügel fehlt. Ach, der Flügel. Wie heißt das nochmal? Der Rotor. No, und er hat hier schon ganz gut ruhig gehalten. Also muss man ja wohl sagen. Hat er gut gefilmt. Ich hoffe, der Laptop macht das hier mit. Nicht, dass ihm gleich wieder zu heiß wird. Ja, aber hier sieht man ja schon ganz gut, was ich meine, ne? Oh Mann. Oh, ein bisschen schneller. Kriegt er das hier hin? Ja, kriegt er hin. Brav sein. Brav sein, brav sein. Geh weg. Itti, brav sein. Na, als Daumkino wird es natürlich flüssiger laufen. Und das Auge würde erkennen, oh, das ist ja eigentlich ein Helikopter. Ist aber mehr so ein Hologramm-Shapeshifter, wenn man das hier so sieht. Ja, gestern hatte ich ja auch gesagt, vielleicht sind die ganzen Leute im Fernsehen ja auch so einfach nur Hologramme. Ist natürlich für so ein Fernsehsender auch billiger. Ich würde es genauso machen, wenn ich profitgierig wäre. Ja, unten in der Verlinkung sind ein paar Patente von 95, glaube ich. Hologrammpatente waren das. Da wird auch geredet von so einem 3D-Konverter, also drei Bilder übereinander, dass es halt dann für das Auge halt flüssig aussieht.
Ja, das war's dann hier. Okay. Habt einen schönen Tag heute. Macht's gut, Leute. Ciao. Dum-dum. Ist der geil? Ich habe meinen Anwalt bei mir. Aber du brauchst ein Fahrzeug, was zu dir passt. Mit Stil, eins mit Charakter. Verstehst du? Ein Baby zum Liebhaben. Du musst es pflegen, streicheln, tanken, auch Geld reinstecken. So ein Baby will unterhalten werden. Aber dafür bleibt es vielleicht auch bis zum Ende deines Lebens bei dir. Weißt du, wie viele Fahrzeuge ich in meinem Leben gefahren habe? Die meisten habe ich da alles in Schrott gefahren, das war mir doch ganz egal. Aber der hier. In den hier. Habe ich mich sofort verliebt. Wie war das nochmal?